Wir sind Tina und Nick. Jobs und Wohnung gekündigt, um unseren Traum Weltreise zu realisieren. Nach knapp 5 Monaten Fulltime Vanlife in Europa wartet ein neues Abenteuer auf uns, die Azoren. Die autonome Region Portugals liegt 1369 Kilometer vom Festland entfernt, mitten im Atlantik. Die 9 Azoreninseln ragen als Spitzen riesiger Unterwasservulkane aus dem Meer und sind durch das vorherrschende subtropische Klima ein wahres Naturparadies. Auf uns warten azurblaue Kraterseen, heiße Quellen, eine einzigartige Vulkanlandschaft, atemberaubende Wasserfälle, der höchste Berg Portugals, Delfine und Wale, eine einzigartige Flora und viele weitere Abenteuer. Kommt mit auf unsere Entdeckungstour. Hallo aus Pico! Wunderschönen guten Morgen! Wir sind gestern hierher geflogen, haben spät in unsere Wohnung eingecheckt, die wunderschön liegt, und haben dort auch heute früh den Sonnenaufgang genossen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute ein bisschen früher wach als die Tina, weil ich den Sonnenaufgang sehen möchte. Und wir sind gestern auf der Insel Pico angekommen und haben gestern Abend eigentlich gar nicht gesehen, wo wir hier so genau sind. Und wir befinden uns einfach mitten hier in den Weinbergen, die hier sehr, sehr speziell sind auf Pico. Das sind alle zwischen solchen aus Basaltstein gebauten Mauern. Und ja, der Sonnenaufgang, der sieht einfach fantastisch aus. Schaut mal, wer sich dazu gesellt hat. Aber der Aussicht, da muss man ja aus dem Bett raus. Und wenn der Mann noch Kaffee macht und so. Mit dieser Aussicht meint sie diese Aussicht. Ja, Pico ist die zweitgrößte der Azoreninseln und ist vor allem bekannt für seinen Wein, der hier ganz speziell angebaut wird. Das zeigen wir euch nochmal. Und natürlich für seinen Berg. Das ist der Pico, also der Namensgeber der Insel, und ist der höchste Berg Portugals. Genau, und wir erkunden jetzt mal die Insel mit euch. Genau. Die Azoren sind ja für ihre Wale bekannt. Hier gibt es richtig viel und auch unterschiedliche Arten. Und dementsprechend schauen die Azoren noch auf eine 100-jährige Walfangtradition zurück. Die wurde dann aber 1987 beendet. In dem Jahr wurde der letzte Pottwal traditionell gefangen. Und traditionell bedeutet wirklich wie bei Moby Dick mit Harpune. Und hier gibt es auch ein Walfangmuseum. Einfach um der Tradition nochmal einen Schauplatz zu geben und zu zeigen, wie das hier in den letzten 100 Jahren gehandhabt wurde. Und auf traditionelle Art und Weise bedeutet, die Leute hatten hier früher nichts und haben dann Wale wirklich gefangen, um davon zu essen, um das Fett zu nutzen und so weiter und so fort. Also es war kein konventioneller Walfang, wie es heute betrieben wird, leider noch in einigen Ländern, sondern tatsächlich um zu überleben. Genau, die haben 100% vom Wal verwertet. Wir sind jetzt im Walfängermuseum von Pico. Hier sind ganz, ganz viele Menschen, aber die arbeiten hier alle und wir. Und es ist ein Riesenmuseum und ist, glaube ich, richtig interessant, weil es einfach auch mal
das ganze Thema Walfang einfach nochmal zeigt. Und jetzt schauen wir uns erstmal einen Film an. This is a story of one island, almost totally dependent on the sea. And one small group of men lost in the 20th century. Ja, wir haben jetzt gerade einen kleinen Film hier in dem Museum gesehen über den Walfang hier auf den Azoren. Das Gute zuerst, es ist gut und schön, dass es vorbei ist, weil das ist schon etwas, was ein bisschen bestialisch ist. Auf der anderen Seite, die Menschen haben halt durch den Walfang hier überlebt, haben es sehr traditionell gemacht. Und vielleicht ein, zwei Wale in der Woche gefangen und nicht so wie im konventionellen Walfang mehrere hundert am Tag. Daher, ja, würde man sagen, mit gemischten Gefühlen geht man hier dann raus. Das sind die ganzen Arten an Walen, die es hier auf den Azoren gibt. Also eine ganze Menge. Mir reicht es ja schon, wenn ich einen davon sehe. So, jetzt haben wir ganz viel über den Walfang gelernt. Wir wollten auch Wale fangen, allerdings nur mit den Augen. Leider ist es so, dass die Walsaison und auch die Delfinsaison, also Delfine gibt es bestimmt noch irgendwo, aber die fahren nicht mehr raus. Deswegen. Die Boote fahren nicht mehr raus. Ach so, ja. Die Boote fahren nicht mehr raus, genau. Die Delfine fahren da schon noch irgendwo rum. Aber leider können wir das jetzt nicht machen, was ein bisschen schade ist. Falls ihr euch gefragt habt, ob es auf den Azoren Spinnen gibt, ja. Aber Schlangen und Skorpione nicht. Da. Ah, ja. Was war das? Ich weiß es nicht, aber ich hab's. Wir haben was gespottet. Wir wissen zwar nicht, ob es Wal oder Delfin ist, aber ich glaube, es ist ein Wal gewesen, weil es sah eher nach einer Flosse aus, also nach einer Person, wollte ich schon sagen. Was ist es? Ich weiß es nicht, aber da auch wieder. Also Delfine sind ja eher in einem Schwarm unterwegs und das ist, glaube ich, sind einzelne Punkte. Da ist da was rausgekommen. Nein! Da wieder. Ja. Es ist irgendwie sehr aufregend hier. Man sieht überall, dass was hochkommt, da Vögel fliegen da herum. Also da müssen irgendwelche großen Fischschwärme sein und auf jeden Fall auch irgendwelche Jäger, die da hinterher sind. Aber man kann nicht eindeutig erkennen, was es ist. Also wir tippen mal auf Delfine und ja, man sieht sie überall ein bisschen. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen näher ran. Beziehungsweise vielleicht kommen die Delfine noch ein bisschen näher ran. Bei uns wird es nicht. Wir haben jetzt gerade noch mal kurz an einem Aussichtspunkt angehalten und da drüben, da sieht man die Insel São Jorge. Da gehen wir in ein paar Tagen hin und heute ist die Sicht so gut, dass man ganz da hinten sogar noch Terceira sieht. Das heißt, drei Inseln auf einem Schlag. Wir sind gerade auf dem Weg zum See do Capitão. Hier ist so eine kilometerlange gerade Strecke. Das ist so krass. Also man sieht kilometerweit hierhin Autos und kilometer weiter da lang Autos. Und das ist richtig cool mit dem Pico im Hintergrund. Keine Autos. Ja, man sieht hier, dass keine Autos kommen. Deswegen ist es hier safe. Aber theoretisch würde es man Kilometer sehen. Richtig cool.
befinden uns jetzt gerade am Lagoa do Capitão auf 790 Metern Höhe. Es ist einer von sehr, sehr vielen Vulkanseen, der hier über diese zentrale Ebene sich zieht und ja, gemeinsam mit dem Pico natürlich ein richtig krasses Naturspektakel abgibt. Wenn es hier ruhig ist, kein Wind ist, kann man in dem See auch richtig schön die Spiegelung vom Pico sehen. Aber heute ist es leider etwas windig, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend hier oben. Und die Flora ist auch wieder eine ganz andere als auf den anderen Inseln. So, nach einem herrlichen ersten Tag auf Pico und einem Sprung in den Pool haben wir jetzt geduscht und werden uns jetzt nur noch den Sonnenuntergang anschauen. Ich glaube, wir haben hier einen richtig guten Blick und da das Wetter heute wunderschön ist, glaube ich auch, dass der Sonnenuntergang richtig schön sein wird. Ich würde sagen, schaut ihn euch selber an und wir sehen uns dann morgen. Hört ihr das? Nein, weil einfach keine Geräusche hier sind. Es ist so verdammt friedlich und schön hier. Ich bin sprachlos. Und das passiert sehr selten. Das ist, glaube ich, einer der friedvollsten Orte, an denen ich überhaupt war. Wir waren schon an sehr vielen Orten. Gute Nacht, Sonne. Ein wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute mal wieder am Walspotten. Dafür wird auch die Brille aufgesetzt. Ja, damit ich auch ja nichts verpasst. Kaffee ist parat. Und ja, man sieht schon Aktivitäten auf dem Meer. Also man sieht immer wieder Stellen, wo dann auch sich die Vögel drüber sammeln und dass da dann einiges ist. Aber man kann es nie hundertprozentig desinfizieren. Ja, der Kaffee wirkt noch nicht. Wir sind uns nicht sicher. Aber es sind eher Delfine. Hier irgendwo. Was auf jeden Fall heute Morgen schon ziemlich geil ist, der Blick auf den Pico und die Sonne hinter uns. Da ziehen leider ein paar Wolken auf, aber aktuell gar nicht schlimm. Wir versuchen jetzt erstmal weiter noch ein paar Delfine und Wale zu spotten. Wir bilden uns einfach ein, das sind Delfine und Wale. Wollten wir auch auf den Pico hochwandern. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr cool gewesen.
Da wir aber aktuell im November hier sind und sich die Wetterlage so schnell verändert, haben wir uns dagegen entschieden. Es soll nämlich recht gefährlich sein und man braucht relativ lange da hoch. Und hier sieht man es wieder ganz gut. Gerade eben war der Gipfel einfach noch komplett frei. Und jetzt ziehen halt super schnell die Wolken auf. Und ja, ich glaube, eine ganz gute Entscheidung, dass wir dann da nicht hochwandern. Entschuldigung, wie geht's denn auf den Berg hoch? Eigentlich wollten wir da hoch. Können Sie uns sagen, welche Richtung? Sie sprechen unsere Sprache nicht? Okay. Die Locals. Wir haben heute mal den Aufstieg, zwar nur mit dem Auto, aber immerhin auf 1200 Meter gewagt und stehen direkt unterm Pico, unterm höchsten Berg Portugals. Mhm. Hier ist quasi der Ausgangspunkt für alle Wanderungen auf den Pico hoch. Da heute aber ja, der Nebel so ist, ist es immer ein bisschen gefährlich und die lassen einen meistens dann nicht hoch. Wir gucken jetzt mal da zu der Hütte hoch. Vielleicht gibt es da einen Kaffee, aber ich glaube, da hier kein Auto, nichts ist, ja, eher nicht. Aber wir genießen jetzt mal die Aussicht über den Wolken. Ai, ai, ai. Hier ist einfach niemand. Niemand. Da niemand, da, da auch nicht. Heute noch mal in das Pico Weinmuseum begeben. Sind die einzigen Gäste hier, so wie fast überall. Und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Und hier wird einfach mal so die Geschichte hinter dem Wein, wie hier alles gemacht wurde, wie kann eigentlich auf einem Vulkan Wein wachsen, erzählt. Und ich glaube, das ist recht interessant. Schauen wir mal rein. Vielleicht können wir auch noch ein Tröpfchen testen. Und 2 Euro Eintritt hat es gekostet. Ja. Deutsch Euro. Und hier sieht man relativ gut, wie der Weinbau funktioniert. Überall diese kleinen Mauern aus Basaltstein, die auch eine bestimmte Höhe haben. Einerseits halten die den starken Wind ab, da irgendwie einzugreifen. Andererseits sind sie nicht so hoch, dass die Sonne nicht mehr an den Wein kommt. Fun Fact, wenn man alle diese Mauern auf Pico aneinander reihen würde zu einer großen Mauer, dann würde die zweimal um den Äquator reichen. Hinter mir ist ein Drachenbaum, der 500 bis 800 Jahre alt ist. Also unglaublich. So krass, wie dieser Baum aussieht. Und hier ringsrum ist die größte Drachenbaumpopulation weltweit. So, das Museum ist absolut zu empfehlen. Das ist richtig interessant, richtig schön aufgebaut und
Die waren so nett da. Also ich weiß nicht, ob wir heute tatsächlich die einzigsten Touristen dort waren. Das wäre sehr traurig. Ja. Aber die haben uns wirklich tolle Empfehlungen jetzt auch für die Insel und die Nebeninsel gegeben. Ja. Also richtig, richtig nett. Und normalerweise sind wir ja auch nicht die Museumsgänger. Aber zur aktuellen Lage ist es halt schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu treten oder irgendwelche Guides zu bekommen, die einem viel erzählen über Land und Leute. Deswegen ist halt das Museum aktuell wirklich die beste Informationsquelle. Und vor allen Dingen das Wein- und das Walfängermuseum, die haben wir jetzt beide ja besucht. Die erzählen auch einiges über die Geschichte und die Entstehungsgeschichte insgesamt der Insel. Und ich glaube, das gibt ein ganz gutes Rundumbild. Daher hier auf Pico Museum wirklich Daumen hoch. Ja. Macht echt Spaß. Der Mitarbeiter im Museum hat uns gerade die Cella Bar empfohlen. Die ist direkt hier um die Ecke. Sieht richtig cool fürs touristisch aus und soll es richtig guten Wein geben. Und da wir jetzt schon mal auf einer Insel sind, wo es guten Wein gibt, uns darüber informiert haben, müssen wir natürlich auch mit allen Sinnen das Ganze mal spüren. Und deswegen mal kurz probieren. Schönen guten Morgen. Wir haben gerade unseren ersten Kaffee getrunken, beziehungsweise Nick ist noch dabei. Ist aber mein zweiter. Das stimmt. Genießen die wunderschöne Aussicht und müssen gleich packen, weil wir die Unterkunft noch mal wechseln. Und bevor wir das machen, wollten wir noch mal den Wein hier zeigen, weil wir sind hier quasi mitten auf den Weinfeldern. Die sehen hier halt einfach ein bisschen anders aus. Habt ihr gestern auch im Museum gesehen. Und so sehen die Weinreben aus. Sie sind ein bisschen anders, als man sie bei uns kennt. Die wachsen nämlich nicht in die Höhe, sondern eher in die Breite. Einfach damit die sich selber vor dem Wind schützen. Und die Wände sind natürlich dann auch dafür da. Und alles auf Lava. Deswegen stehe ich auch hier oben, weil der Boden ist nämlich Lava. Willkommen in unserer neuen Wohnung. Welcome to our new crib. Genau, und auch hier wieder, es ist kein Mensch da. Also es ist sehr traurig zu sehen. Klar, wir freuen uns, wenn wir die ganzen Touri-Hotspots für uns alleine haben. Ja. Aber für die Tourismusbranche ist es einfach zurzeit sehr, sehr schwierig. Und sie freuen sich immer unglaublich über jeden, der dann kommt. Und wir genießen den Aufenthalt hier, glaube ich, sehr. Ja. Zeig mal euch mal ein bisschen rum. Wir sind jetzt ein Stück noch die Insel erkunden und sind in der Nähe von St. Lucia. Und hier an der Küste knallen die Wellen mal wieder richtig schön gegen das Land. Guck mal, da ist gerade der Pico, die Spitze rausgekommen. Stimmt. So, wir sind jetzt in Maddalena, das ist die größte Stadt von Pico. Und wir haben unseren Mietwagen jetzt abgegeben, weil wir den die nächsten zwei Tage nicht brauchen. Und laufen von Maddalena zu uns da. Unterkunft sind 7 Kilometer, aber auch hier der Weg lohnt sich. Ich
Der Weg führt nämlich hier entlang an quasi so einem Coastal Walk, wo man hier an einem ganz besonderen Ort ist. Und zwar ist das hier ein Weinanbaugebiet, das durch die UNESCO geschützt wurde als Weltkulturerbe. Und hier sieht man das, glaube ich, auch ganz gut, wie der Wein hier auf Pico angebaut wird. Also gerade hier mit diesen Mauern vorne dran, dann überall diese kleinen Apartments, damit auch schön die Weinreben da drin schlafen können und sowas, damit es denen schön warm ist. Und hinten ist dann meistens noch so eine Mühle, so eine Aussichtsplattform, um über die ganzen Weinreben zu gucken. Das ist alles hier UNESCO-Weltkulturerbe und ist wirklich auch sehr, sehr schön anzuschauen. Richtig schöner Spaziergang. Und jetzt machen wir uns erstmal, glaube ich, einen Kaffee. Dieses Grinsen sagt, Süßspeisen sind teuer. Mhm. So sieht das luxuriöse Weltreiseleben manchmal auch aus. Waschen im Waschbecken. Mhm. Und trocknen. Waschmaschinen sind Luxus. Freut euch, wenn ihr eine habt und freut euch doppelt und dreifach, wenn ihr auch noch einen Trockner habt. Und weil wir in einem emanzipierten Haushalt leben, Waschgang Nummer 2, macht der Mann. Ja. Was soll ich sagen? Ich wurde gezwungen. Stimmt. Sharing is caring. Jeder darf mal. Man sieht es jetzt gerade nicht, aber Tina hat einen neuen Freund gefunden. Der ist hier draußen. Da ist er. Und will rein. Er kommt gleich rein. Da ist er. Heute ist Sonntag und Sonntag heißt bei uns Pizzatag. Yum. Wir haben heute selber Pizza gemacht. Und dabei gucken wir uns selber an. Nick muss Korrektur schauen. So, wir sind jetzt auf der Fähre von Pico nach Fayal. Wir beenden jetzt hier das Video. Pico war richtig, richtig schön, hat uns sehr gut gefallen und Fayal wird bestimmt auch so beeindrucken. Das kommt dann im nächsten Video. Falls euch das Video jetzt hier gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert uns kostenlos, da würden wir uns sehr freuen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Traditionelle Art wie bei Moby Dick mit Harpune und mehr weiß ich nicht über Walfang. Aber traditionell war's. Baum. Schneide ich ja nicht rein. Das ist nur für meine Belustigung beim Schneiden. Und das sieht man an jeder Ecke und Ende. An jedem. An, wie heißt das? Oh, the liver can touch the sky.